meine lieben Freunde. Heute sind die Schützegeborenen an der Reihe. Ihr sollt wissen, was das neue Jahr, das Sonnenjahr, euch bringt. Also hört. 2017. Ja, der Erfolg begleitet den Schützen und Begeisterung paart seinen Realismus. Saturn steht dem Schützen zur Seite. Er fordert Geduld und taktisches Handeln. Und das ist absolut atypisch für den Schützen. Jupiter jedoch holt das Beste für ihn heraus. Mit Nachhaltigkeit sichert er sich seine Erfolge. In der Liebe lässt dich Jupiter nach dem vergangenen Jahr aufatmen, sodass du deine Zweisamkeit endlich genießen kannst. Du hast erkannt, dass dir dein Partner sehr wichtig ist. Ihr werdet eine neue Nähe aufbauen. Ja, ihr werdet euch ineinander neu verlieben. Im Beruflichen wirst du sorgfältiger planen. Du setzt auf Sicherheit und dabei wirst du von Jupiter unterstützt. Saturn lässt dich deine guten Möglichkeiten erkennen und er passt auf, dass du sie auch richtig nutzt. Ab Mai kommt mehr Schwung in dein Berufsfeld und im Juli wird die Zusammenarbeit mit Kollegen oder Kunden in hervorragender Kommunikation erfolgreich sein. Im Finanziellen musst du Anfang des Jahres Altlasten abbauen und offene Rechnungen regulieren. Im Mai werden dir Spekulationen angeboten, die du ausreichend prüfen musst. Ja, mit deinen Freizeitausgaben musst du dich zurücknehmen, wie auch von deiner Großzügigkeit, die den Schützen prägt. Nachhaltigkeit bei deinen Finanzen werden ab November dringend notwendig. Merkur wandert in dein Zeichen und begleitet dich bis Dezember. Dadurch öffnen sich neue Perspektiven und es ist möglich, dass du einen Förderer in deinem Umfeld findest. Dein persönlicher Engel ist Adnachiel. Höre seine Botschaft. Gemeinschaft macht dich stark. Du machst deine Probleme alleine mit dir aus. Und das macht dich nicht stärker. Wer teilen kann, braucht Mut und mehr Kraft und noch mehr Selbstvertrauen. Das musst du lernen. Teile nicht nur dein Glück mit den Menschen, sondern auch deine Sorgen. Das macht dich stark. Dazu reichen oft nur ein paar ehrliche Worte an deine Freunde und deine Familie finden Anteil in deinem Leben. Versuche so zu handeln, lieber Schütze. Du wirst spüren, wie es dir gut tut, wenn du so handelst. Das nächste und letzte Tierkreiszeichen ist der Steinbock. Hört es euch an, ihr Lieben. Bis dahin, herzlichst, eure Deria.